spreche ich als Vertreter der Hochschule Esslingen. Mein Name ist Ralf Hörner, ich bin Professor an der Hochschule. Und wir freuen uns, Sie zu begrüßen auf unserem Messestand, bei dem wir einen 26-Tonner als Nutzfahrzeug mit emissionsfreiem Antrieb ganz speziell mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet haben. Wir hatten vor wenigen Minuten ein Gespräch mit dem Minister Herrmann, in dem wir unser Hochschulprojekt zeigen konnten. Heute darf ich Ihnen auch mit vorstellen, Herrn Sebastian Wieler. Er vertritt die Industriepartner, die mitgewirkt haben, um dieses Projekt zum Erfolg zu machen. Herr Wieler, meine erste Frage an Sie. Mit welchen Baugruppen gelang denn in einer so kurzen Zeit der Aufbau des komplexen Fahrzeuges? Gut, also zunächst mal braucht man eigentlich ein Grund-Know-how, wie man ein Brennstoffzellenfahrzeug aufbaut. Und im Endeffekt besteht es aus mehreren Baugruppen. Das heißt, das eine ist natürlich der elektrische Antrieb, Motor. Dann gibt es eine Batterie in dem Fahrzeug, die den Zwischenpuffer bildet. Dann gibt es eben die Brennstoffzelle in dem Fahrzeug, die den Hauptenergiestrom liefert. Und es gibt die Wasserstofftanks, die den Wasserstoff speichern. Und eben diese Dinge alles in Modulen aufzubauen und es modulartig zu verbinden, das ist eigentlich das Know-how, was man auch braucht und was man sich auch aneignen muss, um ein Fahrzeug zu bauen. Wir sind natürlich voller Stolz, dass wir aus der Hochschule Esslingen heraus mit Vielzahl junger, engagierter Studierenden dieses Fahrzeug haben begleiten dürfen. Aber schlussendlich, es waren ja auch industrielle Partner, die dabei eine Rolle spielen und die Zukunft auch für einen späteren Berufszweig bilden. Wer war denn alles involviert? Also involviert waren natürlich die Hersteller, sage ich mal, dieser einzelnen Module oder Komponenten. Da wäre zum Beispiel zu nennen die Firma Ballard als Brennstoffzellenlieferant oder eine Firma Wüstrach, die den Tank mit aufgebaut hat, eine Firma Aradex, die den Antrieb baut. Aber ich denke, das sind die Hersteller der Komponenten und Module, aber im Endeffekt muss man diese Module auch spezifizieren. Man muss ihnen sagen, was man genau will, und diese Spezifikationsarbeit und diese Dinge, die waren eben auch in der Zusammenarbeit mit der Hochschule, und das war einfach eine sehr gute Zusammenarbeit, die dann am Schluss auch zum Erfolg geführt hat. Wir möchten unseren jungen Studierenden die Chance bieten, über solche Projekte schneller in die Zukunftsfelder zu gelangen, in denen Sie langfristig Perspektiven als Ingenieur, Ingenieurin haben. Wer ist denn im Stuttgarter Raum tatsächlich mitwirkend? Auf wen sollten wir achten, wenn wir als Professoren diesen Weg gehen? Ja, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich auch an der Hochschule Esslingen studiert habe vor langer Zeit. Und insofern ist es natürlich gut, wenn diese Zusammenarbeit da ist, auch über Jahre hinweg, dass man sich später wieder trifft mit der Hochschule zusammen. Und insofern ist es natürlich immer wichtig, dass man sich auch mit den Leuten und Firmen trifft und unterhält, die eben auch moderne und neue Technologien vorwärts bringen. Das können zum einen natürlich schon die klassischen großen Hersteller sein, aber es gibt natürlich auch kleinere Hersteller, wie eben hier jetzt die Firma EVS, die sich in diesem Markt etablieren und die etwas ganz Neues machen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, sage ich mal, immer das traditionelle Geschäft, aber es ist sehr spannend, es ist sehr dynamisch. Und insofern glaube ich, für jeden Studenten ein sehr interessanter Job. Peter, wir würden uns freuen, mit Ihnen noch viele, viele weitere Projekte zu machen. Und wir würden uns auch freuen, wenn die jungen Studierenden, die Engagierten, die Interessierten mit dieser Reise antreten, der Lehrumfang, die Möglichkeiten sind gegeben. Wir freuen uns darauf. Ihnen unser Dank.